So, guten Morgen, willkommen zurück zu Die Reise ins All und wir machen da gleich heiter weiter. Ach ja, richtig, wir haben da das Tor aufgesprengt. Ach ja, richtig, muss ich jetzt zurück oder? Ja, ich muss zurück. Ist es jetzt noch? Habe ich das präpariert? Ja, ich schmeiß auch immer Sachen aus 10 Kilometer Entfernung um. Passiert mir ständig. Kennt man ja. Mein, wem passiert das nicht ständig? Jetzt bin ich wieder rausgegangen. Das vermute ich zur Folge, dass ich jetzt... Nein, ich bin fertig. Gut gemacht, Amigos. Und nun geben sie acht. Der Zorro zündet. Toll. Das heißt, ich darf die Arbeit machen und er darf den Spaß haben. Toll. Und der Kerl gefällt! Und Rüdiger hat die Beute schon aus seinen Fugen brechen zu wollen. Sie, Senor, die Namide mexikanische Hausbauweise, sind Todfeinde. Möglich stürzt die gesamte Festung ein. Toll. Das bauen ja wie die Amerikaner aus Pappe, ich verstehe hier. Deswegen, dann würde doch wieder darin begraben werden. Schnell, Amigos, retten wir, wozu wir gekommen sind. Ich hole Maria und ihr bringt mir El Cativo. Lebendig, lassen Sie sich nicht so sehr von den Schätzen in El Cativos Fest ablenken. Schätze? Gold, Diamanten! Hallo! Seid denkt! Die Banditen stammen! Vorher alles zusammenstürzt! Und ja, oh, da hat man eine begrenzte Zeit, richtig, so war das. Wir lassen uns natürlich von den Schätzen ablenken. Die Erdschlüssel haben die Tür verklemmt, da ist nichts zu machen. Ist eh nur so ein Klo. Flinksaft. Wie praktisch, dass ich das jetzt finde. Wo ich doch schnell sein muss. Was wollte ich sagen? Ach ja, wegen Folge... Das war es, 58, 59. Da hat YouTube einfach mal gesagt, leck mich. Und will das nicht so recht freigeben. Also kriegt da so eine kleine Meldung, dass ich da irgendwie Content angeblich nutze, der mir nicht gehört und so. Und ich habe ich jetzt sogar. Kommt man denn daran? Hä? Ja, ich darf das gleich nochmal machen, weil die Zeit um ist. Moment. Hä? Das kann man doch nur dahinter schieben, oder? Soll man da überhaupt rankommen? Scheinbar nicht. Finde Schnaps. So, da hinten noch so. Schutzimpfung, jawohl. Ich glaube nicht, dass ich hier nochmal lebend rauskomme. Geistesblitz. Oh. Blitz. Ein Taler, hey. Alles erschlagen, zerstört, zerklirrt. Halt! Stadion ist schuldig! Muss ich nochmal schauen. Denk dran, liebe Freunde, wir müssen die Schurken lebend habhaft werden. Haha, lebendig kriegt ihr mich nicht, Gringos. Den Töten ist es aus. Dann langen wir nie, Hilfe, Zorro. Weg los! Wieder kann gar nichts bis zu Ende weiterkämpfen! Wir sollen rechtzeitig aufhören, wenn er erbst! Was meinst du, wird das sein? Wenn er nur den 10. Teil seiner anfälligen Vitalkraft hat. Ja, da heißt es aufgepasst, dass wir nicht versehentlich doch über den Jordan schicken. Jetzt einfach nur fehlt Deckung, sobald du nicht mehr auf EKDV einhauen möchtest. Ja, ich glaube, ich habe gleich ganz andere Probleme. Und zwar ganz andere. Aber wir schläfern immer ein. Wie viel hatten der überhaupt? 1500. Feuer, Donner, ja. Kälte und Wasser, dritte. Das hat sogar funktioniert. Das funktioniert doch sonst nie. Solche Sachen funktionieren nie. Kälte, dritte. Kälte, Eiskristall, nein. Frost, Donner. Das brauche jetzt noch die Hälfte, richtig, ganz vergessen. Kritischer Treffer, ich werde ihn gleich töten, ich weiß es. Oder ich werde vor ihm sterben. Achtung, Ekriu, gleich zusammenbrechen und gegen die Acht ihn versehentlich töten. Ja, toll, wann denn? Lebendig! Stock ist lebendig! Aber nicht so schwach zur Gegenwehr! Oh. Bamba, ihr habt mich. Keiner hin! Raus! Hab ich es noch geschafft in der Zeit? Überraschenderweise ja. Hopp, Schocke! Was sieht wir nicht?
Ja, wie gesagt, ich muss da mal gucken, was ich da mache. Akademie, wo ist gefangen? Kann ich jetzt in die Kneipe gehen und da weiter saufen? Riem! Den Kadiver schon! Schön! Lebend! Und ich habe die stolze Maria aus den Zusammenschnittsmasten geborgen. Es ist alles gelungen. Dir ein Leid getan, Kind. Ich will nur von dir, Maria. Oh, noch mehr Frauen. Ich kann Frauen so gut reden. Meine Güte, Vater. Es wird ein Gigolo von der... Von deiner wunderbaren... Gott. Fängt von mir toll an. Wunderschöne Tochter schon wollen. Sie soll kochen. Er, du, ihr, was? Ich bin Eroberer des Liebreiz. Der Zorro hat sich ein Herz erwählt und zu allem Ende gewonnen. Ach, packst mich, schwingst dich mit mir aus dem Fenster, blitzt umher und meinst, schon bin ich dein? Sie. Muss sagen, alle Regler hiesigen romantischen Rezubo beachtet und erfüllt, Kind. Was du von Romantik verstehst, hat mir Mutter schon vor langer Zeit eröffnet, Vater. Und ich werde ganz gewiss nicht so ein kümmerlich hart Herdleben führen wie sie. Für den Preis, wenn sie der Sieger schmückt, man muss mich um meiner selbst begehren. Glaubst du ich, herrliche Maria? Warte, nichts als Worte. Worte, ach Worte, nicht warte, ach. War, A, O, wo ist der Unterschied? Herrliche Maria Kavalier, aber kannst du meine Behauptung Hochherzigkeit auch beweisen? Zu der Lage, eine selbstlose Tat zu verrichten, die nicht deiner Eitelkeit dient. Zeig mir das, und ich will dir deine Teuerung glauben, für dich mehr als Selbstputz zu sein. Maria, ihr werter Galan hat sich uns gegenüber bereit erklärt, eine Sache zu dienen, die dem Wohle der ganzen Menschheit dient. Bei seiner eitlen Geckenschale... Müsst ihr immer Wörter benutzen, die ich nicht kenne. Wie unter oder dient. Ja. Ist der Mann, den sie verlangen? So ist es. Nun, da der Zorro seine Rose aus den Händen des Biests befreit hat, kann er zu seinem Abenteuer aufbrechen und seine Degenkraft des Bedürftigen der Welt zur Verfügung stellen. Ist das wahr, Diogo? Wenn du dich als ein solcher Mann beweisen kannst, bin ich mit den Freuden dein. Die Sachlage! Es klären! Mit der Instruktion, wie weit es verfahren ist! Ich werde El Cadivo in meinen Kellerräumen verwahren. Halte dich so dann für sie bereit, Amigo. Auf ihr Wort, dass wir aufbrechen können. Eilig sofort dabei! Yay, 6 und 7 Helden. Ich muss doch nochmal schauen, welches Lied genau da Probleme macht. Ja, weil... Keine Ahnung. Mal jucken, ne? Nimm's mir Diego, jawohl, wir halten wieder zurück. Und sagen ihm bloß nicht, dass ich ihm das gesagt habe. Hä? Ich verstehe schon, Schatz. Mach doch einfach, was man dir sagt. Kann ich eh am besten. Sag mir einfach Bescheid, wenn wir aufbrechen können, Amigos. Ich halte mich bei dir bereit. Nee. Halt vor! Er kann nicht aus seinem Verlies zu beschreien! Ich glaube, ich schreie zu wenig. Ich muss die Musik überschreien. So! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Jetzt brauche ich noch Felle. Wie viel brauche ich denn noch? Büffelfell, 30 Stück. Ja! Toll! Oh. Ja, vielleicht muss man wieder was anderes machen. Könnte ich auch mal zeigen, ne? Obwohl, nee. Obwohl, ich hab ja schon. Hey! Ich hab ja im Prinzip Ding schon verpflichtet, ne? Naja, bevor ich das Spiel noch irgendwie kaputt pack. Mal wieder. Hab ich überhaupt noch volle Energie? Erstaunlicherweise sogar sehr viel. Komm schon. Noch. Hier gibt's keine Büffel mehr, sie sind alle tot. Es waren noch 50, oder? Die Indianer wollen mich doch verarschen, oder? Die reiten mir doch hinterher, oder? Ich prüfe mal kurz nach, ob das wirklich 50 sind. Lalala, auf geht's. So, da drin. Ach nee. Nee, doch, mir fehlen noch 30 Büffelfälle. Toll. Ganz großes Kino.
Das waren also doch 50. Warum tut dieses Spiel mir das an? Warum hasst mich dieses Spiel so sehr? Ich hasse sowas ja. Das Einzige, was noch schlimmer ist, sind ja Zufallskämpfe auf Landweltkarten. Ich mach die Indianer gleich platt. Macht es? Ich rotte sie aus. Und nehme ihre Goldschätze. Moment. Welches Jahr haben wir? Ich glaube, ich komme schon ein bisschen zu spät, um das zu tun. Und endlich. Was mir gerade auffällt, die werden irgendwie kleiner, wenn ich sie erschieße. Kann das sein? Dass sie ein Stück kleiner werden? Oder kauen die sich einfach nur so extrem zusammen, dass es so aussieht, als müssten sie kleiner werden? Oh, wie schön, ich muss wieder husten. Das zieht sich ja durch all meine Let's Plays. Yay, ich bin so toll. Ich kann Büffel töten, sie nicht wehren. Ich hab's voll drauf. Ich schau schon wieder auf mit zusammen. Das kam noch nie gut an. Ich will mich wieder vorbeischießen, jetzt mit riesigen Kanonenkugeln. Hey Baby, soll meine Kanone sehen? Ja. Super Anmachspruch, müsst ihr eine Disco probieren, ist total toll. Müsst nur ein Reise ins All-T-Shirt dabei haben, dann kennt man das gleich. Stirb. Ich bin ein echter Kriegsheld. Gerade durch die Gegend und töte Büffel. Viel brauche ich denn noch? Noch 10, oder? Mhm. Ich hasse es, wenn ich recht habe. Hast du es auch, wenn ihr recht habt? Du hast einen niedergezogen. Kauf noch ein Los. Was dann auch wieder eine Niete ist. Zum Glück muss ich ja nicht bezahlen. Ich mache irgendwann mal nur ein Husten-Let's Play. Für die ganze Zeit nichts anderes mache als husten. Na komm, ich brauche noch mal 5. Ich hasse euch, Indianer. Kein Wunder, dass man euch ausgelöscht hat. Niemand mag euch. Ihr seid wie Schwarze. Oder wie Juden, die mag auch niemand. Oh, das war jetzt wieder rassistisch. Oh, jetzt bin ich wieder ein böser Nazi. Bin ein böser Kommunisten-Nazi, ich weiß. Ach komm. Mensch. Könnt ihr nicht woanders jagen gehen? Ich war zuerst da. Gott persönlich hat mich hierher geschickt. Im Namen seiner königlichen Hoheit. Was auch immer. Ich weiß gar nicht mehr, wie hießen die in Kolo. Egal, ich habe nie Piraterie unterstützt, das ist wichtig. So, jetzt wissen wahrscheinlich 99% aller Leute, die dieses Video irgendwann mal schauen werden, nicht, was ich jetzt überhaupt meine, aber egal. Die reiten mir definitiv hinterher. Die hocken wahrscheinlich überall, nur damit sie die Büffel kriegen und nicht ich. Ach, jetzt machen wir mal einen Punkt. Oder ein Ausrufezeichen, auch gut. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr das Gefühl habt, dass euch Spiele verarschen wollen? Ich schon. Na endlich. Nächstes Mal heute Indianer platt. Na komm. Halt, ich will doch gehen. Ja, bitte.
So, kann ich jetzt noch... Ich gehe das Risiko gar nicht erst ein. Sonst fehlt mir nachher wieder mein Geld. So wie beim letzten Mal. Oder beim ersten Mal. Sind wir jetzt zusammengekommen. Null. Theoretische Frage, kann es sein, dass mehr als 9.999 Taler kein Geld mehr abwerfen? Sind Sie sicher, Sir? Wir könnten... Oh, ist der Empfang hier auch? Sie sind sicher. Einzahlungs... Eins? Moment, ich hab... Was? Hatte ich nicht alles? Ich habe nicht wirklich nur eins eingelagert, oder? Moment, das muss ich jetzt nachschauen. Also laut meinem Video habe ich es eingezahlt. Ist das leicht verbuggt? Wirkt fast so. Und mein Kühler dreht gerade richtig schön auf. Vielleicht soll ich die Heizung runterdrehen. Ist 80 Grad vielleicht ein bisschen viel? Also die Heizung, nicht CPU. Aber alle, 50 Büffel zusammen! Beisammen, nicht zusammen, ach, wie auch immer. Sorry, dieser und jener. Junge, sind die halbe Partie leer geknallt? Haha, der Deal ist erfüllt. Seid würdig, den besten Scharfschützen der Welt auf eures Zeit zu haben. Ich bin euer Mann. Yeah, ich bin toll. Gib Bescheid, wenn's losgehen kann. Ich werde mich dabei zu beschäftigen wissen, Partner. Du betrinkst dich? Wow. So. Kannst du jetzt heiter weitergehen? Ha. Heiter weiter, aber vorher. Also laut dem Video habe ich wirklich 9.999 eingezahlt. Ja, schön. Super Sache. Also entweder hat das System das Spiel technisch nicht richtig abgebucht oder. Ich habe 9.998 Taler verloren durch die Zinsen, die ich bekommen habe. Keine Ahnung. Müsste jetzt mal schauen, wie viel ich hatte, bevor ich dahin gegangen bin. Wahrscheinlich habe ich sie wirklich verloren. Ich habe keine Ahnung. Nein, nein. Ach so, da geht's ja auch los. Im Moment habe ich mir jetzt echt Sorgen gemacht. Sehr merkwürdige Sache. Egal. Wir haben ja immer noch 10.000. Wir haben es ja, ne? Mein schönes Geld. Ein verbuggtes Müllspiel, ey. Wer verkauft denn bitte sowas? Echt mal, ey. So ein Spiel darf man noch nicht in den Handel anbieten. Ist überhaupt nicht besser getestet hier. Dafür habe ich 50 Euro bezahlt. Das ist ja eine Überrei. Ah, jetzt. Hey, Mister, ich hab was für Sie. 3,50. Und ein Boot. Werden auch machen, was Hookfin herausgefunden hat, Mister. Du hast herausgefunden, wie ein Boot segelt. Arfim, der hier einen Bericht über gemeingefährlichen Dampfer, Knirps. Den sollen Sie haben, Mister. Bei meiner Ehre als Flusskenner. Ich habe diesen Dampfer nur eine Weile verfolgt und einfach beobachtet. Ist ein unheimliches Ding, sag ich Ihnen. Dampfer flitzt im Fluss rauf und runter, bedroht den Schiffer mit seiner Kanone und hat erst gestern wieder den Angriff eines Patrouillenboots abgeschmettert. Schluss verraten! Wie? Hab ich ausgedacht, Mister. Aber das wären schon komische Piraten, die zwar viel zerstören, doch keine Beute machen. Dampfer ist eher wie ein tollwütiger Flussbarsch, der nach allem schnappt. Kommst du einen Blick auf Leute haschen, die diesen Gefährt bedienen, Huckleberry? Captain habe ich nicht sehen können. Er scheint seine Brücke nie zu verlassen.
Eigentlich sieht man an Deck oft genug Teile der Mannschaft. Überstaucht, liebe Mister. Und zwischen denen tummt sich Männer in weißen Umhängen und Kapuzen. Ja klar, da dachte ich mir, wir hätten den Schurkenbrut einfach mal das Handwerk gelegt. Wir müssen auf jeden Fall diesen Dampf ausschalten, um seine Crew auf Nemos Nautilus zu schaffen zu können. Ist denn ein Weg an Bord des verbrecherischen Gefährts zu gelangen, junger Mann? Na, was glauben Sie denn, warum ich das Pudi dabei habe? Einfach Bescheid, soll ich den Dampf ablegen wollen? Ja, dann zählen wir mal los. Was ist Dampf, Mister? Ja, ist das wahrscheinlich da. Prima, Dampf liegt gerade bei der dicht bewaldeten Insel. Kann man nah dran fahren, ohne leicht bemerkt zu werden. Ich fasse ihn, kommen Sie. Halt! Zu den Dampf erst schnell zu Bord! Ich glaube wohl, mitkommen zu dürfen! Was? Ich soll hierbleiben? Nee, nee, Mister. Es gibt kein Flussabenteuer ohne Hookfin. Hallo! Fehl ist in der Halt! Diskussion endet! Dann guck nicht so enttäuscht, junger Mann. Du könntest eine wichtige Aufgabe nehmen. 7 tapfere Männer warten auf unser Zeichen zum Aufbruch. Sag ihnen Bescheid. Wir erwarten sie hier am Fluss. Sind Buffalo Bill, Winnetou, der Kleine und der Müde Joe, Lederstrumpf, Custer und Zorro. Die größten Helden des Wilden Westens. Und ich darf sie alle kennenlernen. Oh Mann, Mist. Das mache ich nur zu gerne. Ich will sie herbringen, bevor sie Volldampf voraussagen können. Volldampf voraus. Naja, ein Augenblick kann das vielleicht doch dauern. Na dann, Abmarsch! An der so streng zu bringen! Bitte, auf, Freunde. Frei mit dem Fluss von dieser grässlichen Plage. Wer soll eigentlich die Ruder schwingen? Verstehe. Ja, die Frage war auch total überflüssig. Vorne liegt er. Letzten Meter müssen wir ohne Decken zurücklegen. Ja, ja, ich werde so schnell rüber, wie ich kann. Voll die Nussschale. Das Universum in einer Nussschale. Glückwunsch, du hast einen Bug geschafft. Ab nun ins Fass gebogen. Siehst du hier oben Punkte? Punkte? Ich sehe nur einen Punkt. Das sind Bordwachen. Lauf ihn auf gar keinen Fall in die Arme, andernfalls löst du Alarm. Belohnung einstellen! Endlich aktiv werden! Viel Erfolg bei der Dampferkundung. Ja, natürlich, weil... Sie sehen mich ja nicht, wenn ich... Gegen entschiedene Aversion! Gegen ungefilterte Galoogehäuse! Sie sehen mich ja auch überhaupt nicht, deswegen... ergibt es natürlich Sinn, dass ich nur drauf freue. Oh, wie abscheulich. Fluch, du Bande, Marsherrn. Welche Beziehung bei dem Schiff mit den Tentakeln stehen? Mit den Tankern, wollte ich sagen. Feind, Feind, gesellt sich gern! Wer war ein denkbar schlichte Löwe? Auflösung ist so lock. Den Geheimnisses. Oder sehr, etwas bekannter ist. Darum weitergeeilt. Rätselhart seine Aufdeckung. Oh, ich kann da rein. Warte, Männer! Eichung, sag zu! Oh. Gibt's doch nicht! Also im Allerheiligsten, auf sie! Oh, ich darf ein paar Handtücher, das ist jetzt ein guter Moment, um festzustellen, dass ich natürlich noch genau weiß, was effektiv gegen die ist. Wieder einmal! Habe ich es nicht vergessen! Ich erinnere mich nur nicht. Flammeninferno war es natürlich nicht. Wie hätte es auch anders sein können? Bei dem Froststurm. Ja, ja. Toll. Soll ich mir sowas merken oder was? Mach ich hier eh nicht. Ja, wenn sie schon geschockt sind. Reicht vielleicht das. Vielleicht. Nicht unbedingt. Du bist jetzt so nett und... Ach, nur K.O. dann geht ja noch. Soll sie irgendwie tot ist? Ich habe einen Schlüssel erhalten. Geht's futsch! Hm, toll. Ich wage mal den Wurf. Du hast 64 Punkte. Es ist 6 Erfahrungspunkte. Kann ich nochmal werfen? 8 Erfahrungspunkte, ey. Lass noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Wir brauchen noch bis zum nächsten Level. Oh, die haben wir schnell zusammen. Komm, die spielen wir schnell zusammen. Ja, ein Erfahrungspunkt. Haben wir gleich. Gleich haben wir das nächste Level. Okay, wir lassen es.
Der Stank ist für dich, der Puschatz. Wir gehen 10 Karten, 10 Mal gehen mit und ihr stinkt's. Ja, können auch der Alkohol hin. Kann man da überhaupt gewinnen? Vermutlich nicht. Herr Brotstück, gerne im Casino gehabt. Achso, also. Na endlich, das schon ist ja derart unwichtig, dass nie ein Rettungstrupp zusammengestellt würde, um mich zu befreien. Warum? Wer ist der denn? Das würde mir doch nicht etwa andeuten. Also niemand interessiert, dass ihr auf das Schiff dieser Schurken entführt und als Chiton-Sklave gehalten wurde? Und er hört, der Kopf sieht doch wie der letzt austauschbare Wicht auf Erden vor. Guten Tag. Jetzt wollte ich eine Runde spielen. So Leute gibt's. Für die Befreiung des armen Spielsalon gefangenen 50 Erfahrungspunkte. Toll. Auf X! Jawohl. Rables Blatt. Mhm. Ja, hat's. Wechseln, Teufchen! Bin doch kein abgeschaltetes Bier! Ein Springteufel. Warum nicht? Ich bin echt der Spring ins Feld. Oh. Au. Es tut schon wieder weh. Alter, schon hier beeindruckt Mascherie, den Dampferkraft verleiht. Was am Boden hebt und senkt sich unter der stampfende Apparat im Maschinenraum. Ha. Ich speichere mal wieder. Igor. Hier ist also geflohen. Ja, was hat? Ist welche da? War ein Fummel an. Oh Gott. Ja. Ich hoffe, ich muss sie nicht wieder schneiden. Doc Schwerot! So, aufhören, Kerl! Verstoß gegen ihn, kommen! Was hat er treibt? Oh je, mein kleines Hobby ist entdeckt. Was? Ihr seid es? Ihr habt Diego bloß gefunden. Auch mal lasst ihr mich vor diesem Meister nicht bauen. Ich bin auf kein Glück. Schickle ihm, Kerl! Je, oh je, Grubian höchstpersönlich. Fort mit Diego, schnell, schnell! Will das Fenster hinaus? Ja, ja! Nicht ganz das Fenster erwischt. Oh, fort ist der Top. Was willst? Das ist ein Krummbeinchen, aber in enormem Tempo! Er läuft zu unserem Boot und ist entwischt. Weil es auch besser so. So konnte es mit toten Spitzbuben schon reichlich genug gefüllt. Vielleicht diese eine da nicht nur lebendig, sondern auch Geläute aus unserer Begegnung mit uns davor. Ich hoffe es zumindest. Der Wiedersehen werden wir ihn kaum. Wie überraschend. Die Täuschung des Meisters erweisen sich Stück für Stück als ungenügend. Max Gar flog auf, der Clan ist geschwächt, der Indianerkrieg blieb aus. Besser der Meister nicht dieses starke schwimmende Feste, er ist mittlerweile wohl schlimm aus. All meine Hoffnungen, die ich anfangs hegte, nach dieser langen, langen Zeit endlich wieder einen starken, mächtigen Meister haben, drohen sich zu zerschlagen. Außerdem, in dieses Tagebuch, habe ich immer größere Heimweh. Es ist nicht leicht, ein treuer Ego zu sein. Kann ich dir die Katze anmachen? Nein. Los! Über den Kerl! Jetzt hier wohl für ein unheimliches Zimmermädchen! Ich will davon sehen, wenn unser Seher uns für ein Zimmermädchen halten müssen. Ja. Sei kein Übermummeln! Das ist klar, den Fischhauköpfen zu, sofort. Voll Teufel, so viel Lagestück hat Igor gleich hinterhergeworfen. Ob wir das durchs Loch bekommen? Fraglich. Apropos durchs Loch. Meine Gruppenheilung. Ich will gar nicht wissen, wie die funktioniert. Ui, der war knapp. Der war echt knapp. Nee, Moment. Ich muss so rum. Irgendwie. Ah! Was willst? Kenn ich's in den Schopf! Aber ja, der Kapitän ist. Niemand anderes.